Hallo hier zusammen. Heute begrüßt sie euer XX-Arc-Experte HD. Und ihr seht, was ich in meiner Hotbar habe. Ganz viele Stopwatches. Um dieses Item geht es. Ich habe ausgiebige Tests durchgeführt und möchte euch heute alles zu der Stopwatch zeigen und erklären, was ich rausgefunden habe. Zuallererst, das Ganze gibt es auf Level 99 und das sind die Kosten, die es kostet. Und im Grunde hat das Ding zwei Funktionen. Den Linksklick und den Rechtsklick. Erstmal zeige ich euch einfach, was sie kann und dann erkläre ich euch noch Details und Sachen, die ich getestet habe. Fangen wir direkt an. Mit dem Linksklick können wir uns einen Punkt setzen, so wie diesen hier. Der kann übrigens blockiert werden. Ihr seht unten in der Mitte Portal blocked, Portal free. Das heißt, wenn ein Gegner ein Portal eröffnet, könnt ihr da einen Dino reinstellen oder irgendwas anderes und er kann nicht mehr zurückporten. Wir können uns jetzt bewegen und zwar bis zu einer gewissen Grenze. Sobald wir uns zu weit entfernen, seht ihr hier, erscheint ein blauer Ring. Wenn wir den verlassen, dann sagt es uns, zack, too far away. Ab hier können wir uns nicht mehr zurückporten. Ich drücke Linksklick, funktioniert nicht. Wir gehen in den blauen Kreis, wir drücken Linksklick, boom, Teleport und wir sind hier. Das ist die Funktion 1. Jetzt seht ihr unten rechts, haben wir einen Timer, der Stopwatch-Cooldown. Wir können den Stopwatch-Effekt, beide Effekte haben denselben Timer, nur alle 180 Sekunden benutzen. Es ändert auch nichts, wenn ich jetzt eine andere Stopwatch nehme. Ich drücke Linksklick, Rechtsklick, passiert überhaupt nichts. Also wir können mit auch mit 3 Stopwatches, auch mit 10 Stopwatches trotzdem immer nur alle 180 Sekunden einen der beiden Effekte benutzen. Und ihr seht auch die Haltbarkeit, die das Ganze abgezogen bekommen hat. Denn man kann die insgesamt dreimal benutzen. Sprich, einmal den Effekt benutzen, entweder Rechtsklick oder Linksklick. Den Rechtsklick zeige ich euch gleich auch noch. Zieht ein Drittel Haltbarkeit ab. Also ihr könnt pro Stopwatch dreimal einen der beiden Effekte benutzen. Eine kleine Anmerkung gibt es auch noch. Wenn man diesen Marker setzt und stirbt, verschwindet der Marker. Genauso wie wenn man fast travelt von Bett zu Bett. Bedeutet, ihr könnt zum Beispiel nicht irgendwie in eine Gegnerwall reindashen, dann schnell euren Marker setzen, respawn und euch dann mit einer anderen Pocket Watch hin teleportieren. Das funktioniert nicht, denn sobald ihr sterbt oder fast travelt, verschwindet der Marker. Ihr könnt allerdings, wenn ihr einen Marker setzt, eine x-beliebige andere Stopwatch nehmen. Also es ist völlig egal. Ich kann die 6 nehmen, die 7 nehmen und mit der können wir uns auch zum besagten Marker zurück teleportieren. Das geht. Aber wie gesagt, wenn wir sterben, ist er weg. Der zweite Effekt ist etwas simpler und bedarf im Grunde weniger Vorbereitung. Ich habe auch sehr viele Details getestet, die zeige ich euch aber gleich. Erstmal gehen wir die Basics durch. Beim zweiten Effekt können wir die Zeit zurückdrehen. Bedeutet, ich zeige es euch einfach und ich laufe jetzt auch lange geradeaus, damit ihr wisst, wie weit der ganze Effekt funktioniert. Wir starten einfach mal hier auf diesem Strich und ich laufe jetzt eine ganze Weile geradeaus. Und wenn wir Rechtsklick drücken, anders als mit dem Linksklick, müssen wir keinen Marker setzen oder ähnliches, sondern wir reisen direkt in der Zeit zurück. Das sieht von außen aus wie ein Teleport. Ja? Von außen für einen Gegner teleportieren wir uns von einem Punkt zum anderen. Für uns aber sieht es aus wie folgt. Ich drücke und wir sehen, bum, 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 bum. Zeitreise zurück und ihr seht auch, bis wohin ich zurückgekommen bin, nicht mal im Ansatz bis da hinten. Also das ist wirklich nur so ein 20 Meter in der Zeit Zurückreise-TP. Und ihr seht auch unten rechts, wir haben den Stopwatch-Cooldown, können also jetzt weder links noch rechtsklick benutzen. Die Effekte teilen sich bei denselben Cooldown. Wie gesagt, von außen betrachtet sehen beide Effekte aus wie ein Teleport. Ein blauer Strahl kommt auf den Spieler, blum, blum, dauert kurz, blum, blum, erscheint woanders. Allerdings habe ich das Ganze mit Turrets getestet, um zu gucken, ob man während des Teleportens, während man in der Zeit zurückreist, hitbar ist. Und es stellt sich raus, krieg Hits, 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 es targetet mich. Ich laufe durch die Röhre. Ich drück. Ja. Ich werde beim Zurück-TPen vom Turret gehittet. Man ist hitbar, wenn man in der Zeit zurückreist. Während des Zurückreisens schießt das Turret einen ab. Sprich, das ist kein irgendwie Unsterblichkeitstrick oder so. Kommen wir jetzt zu ein paar Details. Ich habe das Ganze ausgiebig getestet. Die Stopwatch kann man nicht benutzen, wenn man auf einem Dino sitzt. Was auch nicht funktioniert ist, mit einem Dino super schnell zu sein. Sagen wir mal, irgendwann die Mavings sind draußen. Ihr düst auf eure Maving, werdet verfolgt. Ihr habt Lichtgeschwindigkeit. Ihr springt von eurem Maving ab, weil ihr denkt, scheiße, der Typ kriegt mich sonst. Ich muss mich zurückteleportieren. Springt ab und wollt ihr in der Zeit zurückreisen. Das funktioniert nicht, denn der letzte Punkt, zu dem ihr zurückreisen könnt, ist immer der letzte Punkt, an dem ihr als Spieler zu Fuß wart. Sprich, wenn ihr absteigt und dann direkt teleportiert, dann teleportiert ihr euch gar nicht, sondern steht immer noch neben eurem Tame. Ihr müsstet dann erst wieder ein paar Meter laufen und könntet dann die Uhr benutzen und dann würdet ihr wieder neben eurem Tame zurückteleportiert werden. Sprich, man kann nicht irgendwie mit dem Tame super schnell sich bewegen, abspringen und dann den ganzen Weg super schnell wieder zurückporten. Genauso geht es nicht aus einer Bärenfalle rauszukommen. Wenn du in einer Bärenfalle sitzt, kannst du ebenfalls weder Linksklick noch Rechtsklick drücken. Dasselbe geht, habe ich mit dem guten alten Gato getestet. Ja, ich kann sie nicht benutzen. Ne, geht nicht. Gilt auch für die Bola, sprich, wenn ihr gebola seid, könnt ihr euch ebenfalls nicht teleportieren und keinen Marker setzen. Was jedoch zum Beispiel geht, ist im Flug den Fall zu resetten. Sprich, ich kann das Knöpfchen drücken, zack,
und bin wieder oben. Das muss man allerdings rechtzeitig drücken. Ich wollte euch nur zeigen, man kann das Ganze auch im Fall benutzen, im freien Fall. Ist nett zu wissen, weil es gibt ja auch Items, die man im Fall nicht benutzen kann, wie zum Beispiel Mad Brews oder andere Consumer Builds. Dafür muss man nämlich auf dem Boden stehen. Mit der Uhr geht es im freien Fall. Eine weitere Sache, die ich getestet habe, ist, was passiert, wenn ich mich teleportiere? Und zwar mit beiden Modi. Ich kürze das Ganze für euch ab. Keine der beiden funktioniert. Wenn ihr den Marker an diesem Teleporter setzt und ihr teleportiert euch außerhalb der Range, dieser blauen Bubble, die man am Anfang gesehen hat, könnt ihr euch nicht zurück teleportieren und die Zeit-Zurückreise, die bringt euch ebenfalls nicht bis zum Teleporter. Da passiert im Grunde gar nichts. Das kann man also auch so nicht abusen. Das ist es auch im Grunde. Ich halte das Ganze kurz und knapp. Meine Meinung zu dem Ding ist, muss man ausprobieren im PvP. Das Einzige, wofür das Ganze aktuell wirklich gut ist, ist, wenn du zu Fuß bist und irgendwie von einem Gegner verfolgt wird auf dem Dino, dann kannst du dich eben 20 Meter zurück teleportieren und hast vielleicht nochmal eine Chance wegzukommen. Aber wie gesagt, man leuchtet blau auf, also man sieht es relativ deutlich. Plus man hat eben einen 180 Sekunden Cooldown darauf, wie OP das jetzt ist oder nicht OP. Wird die Zeit zeigen. Interessantes Item, das ist alles, was ich rausgefunden habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.